Und dann habe ich mit ansehen dürfen, wie meine eigene Mutter nachts von der Polizei abgeführt wird. Angst, pure Angst vor meinen Eltern. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selber erlebt hat. Wenn man seine eigenen Eltern so sieht, in dem Zustand. Nikolas kam, als er 9 war, zu uns in die Kindergruppe. Wenn seine Mutter nicht getrunken hat, war es die liebste Mama der Welt. Und wenn dann der Konsum eintrat, brach diese heile Welt radikal zusammen. Ganz, ganz viel Enttäuschung und Unsicherheit. Schaffen Sie es doch noch mal zurück ans normale Leben, wieder clean zu werden? Mein Name ist Nikolas, ich bin 21 Jahre jung und Kind von suchtkranken Eltern. Und ich habe dann auch 2012 meine Mutter letztendlich an den Folgen ihres sehr, sehr hohen, super hohen Konsums verloren. Geboren und ja, die ersten paar Jahre aufgewachsen bin ich in Konstanz am Bodensee. Meine Mutter war Krankenschwester und hatte dadurch natürlich jeden Tag Zugang zu haufenweise Medikamenten, Tabletten, Schmerztabletten vor allem. Meine Mutter war sehr, sehr lebensfroh, habe ich sie immer wahrgenommen. Auch wenn ich immer irgendwie ein bisschen das Gefühl hatte, dass es aufgesetzt war. Aber sie hat mir immer das Gefühl gegeben, geliebt zu sein oder geliebt zu werden und dass sie immer für mich da ist. Mein Vater, der war Kellner. Er hatte auch 24/7 Zugang zu Alkohol, Spirituosen und so weiter und hat sich da auch immer mal wieder was mitgehen lassen. Meine Eltern waren beide sehr, sehr alkohol- und drogenabhängig, ja, aber wenn sie clean und trocken waren, waren die wirklich die sympathischsten Menschen auf der Welt. Ich habe auch mit meinem Vater so ganz normale Dinge gemacht, die ein Vater mit seinem Sohn halt macht, Fußball spielen, rausgehen in den Wald, solche Sachen. Aber diese Phasen, wo diese heile Welt war, heile Family, die waren halt immer sehr, sehr kurz. Ich habe noch so Schnipsel im Kopf, wie zum Beispiel meine Mutter, die mit Schaum vor dem Mund vor mir steht, weil sie sich so viel Tabletten reingezogen hat, die dann vor mir steht und mich zulallt. Ich habe noch die Szene im Kopf, wie mein Vater mich packt und mir seine Hand vor den Mund hält, vor das ganze Gesicht, so dass ich nicht mehr weinen kann, dass ich nicht mehr schreien kann. Ich habe oft geweint, weil das ist so schlimm. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selber erlebt hat. Wenn man seine eigenen Eltern, die man ja auch anders kennt, so sieht in dem Zustand, die sehen dann auch völlig fertig aus, zerzauste Haare und meine Mutter mit Lippenstift überall im Gesicht verteilt, weil sie sich nicht mehr gescheit den Lippenstift auf die Lippen malen konnte. Das ist völlig verrückt. Völlig verrückt. Kann man sich nicht vorstellen. Also das alles hier ist ein Stapel mit Dokumenten von meiner Mutter. Hier zum Beispiel ein Entlassungsschreiben vom Zentrum für Psychiatrie. Sehr geehrter Herr Kollege, wir berichten Ihnen über oben genannte Patientin, die sich vom 25.01.2007 bis 28.03.2007 zum 22. Mal in unserer stationären Behandlung befand. Wow. Diagnosen: Alkoholabhängigkeitssyndrom, Benzodiazepinabhängigkeit, kombinierte Persönlichkeitsstörung mit emotional instabilen, depressiven und dependenten Anteilen. Und hier auch, die sich vom 25.01. bis 28.03. in stationärer Behandlung befand. Das sind auch wieder 2-3 Monate, wo meine Mutter einfach nicht da ist. Was eine verdammt lange Zeit ist, so als heranwachsendes Kind. Mal so eben 2-3 Monate ohne deine Mutter. Das ist hart, das ist wirklich, wirklich hart. Angst, pure Angst vor meinen Eltern. Und auch Wut natürlich und ganz, ganz viel Enttäuschung und Unsicherheit. Wie geht's jetzt weiter? Wann kommt der nächste Rückfall? Wie lange wird er dauern? Schaffen Sie es doch noch mal wieder zurück, sag ich mal, ins normale Leben, wieder clean zu werden? Ich bin dann immer mal wieder gependelt zwischen Konstanz und Eigelting,
dem Haus meiner Oma. Das wurde mit den Jahren immer mehr. Dann so um die Zeit 2006 rum habe ich dann offiziell in Eigelting gewohnt. Hi. Wir haben zusammen in der unteren Wohnung gewohnt, meine Oma oben drüber. Und das hat phasenweise funktioniert. Ah. Ein Relikt aus vergangener Zeit. Das ist meine legendäre Schlagzeugschüssel. Schlagzeug-Salatschüssel von Oma. So hat alles angefangen. Die habe ich dann so vor mich hingestellt, bin in den Wald gegangen, habe mir zwei Stöcke zusammengesucht und habe dann drauf rumgetrommelt wie ein Verrückter. Schön, Wahnsinn, dass die noch existiert nach all den Jahren. Also meine Mutter hatte Rückfälle und dann gab es dann auch so Szenen wie wieder mit schäumendem Mund vor mir mich mit irgendeinem Müll zulallend. Meine Oma rief dann die Polizei und dann habe ich mit ansehen dürfen, wie meine eigene Mutter nachts von der Polizei abgeführt wird. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wohin sie kommt und was mit ihr passiert. Mein Vater war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auf Therapie, wie eigentlich immer, oder im Gefängnis. Jetzt ist Schluss, das war das letzte Teil. Jetzt fehlt noch das halbe Bett und dann war's das. Für immer. Das ist jetzt das Zimmer, wo ich und meine Mutter zusammen eine sehr, sehr lange Zeit, einen sehr großen Teil meiner Kindheit verbracht haben. Genau hier. Das war unser Wohnzimmer. Hier stand unsere riesengroße Couch. Und hier war der Fernseher. Und dann sind wir am Wochenende immer da gesessen und haben Süßkram gefuttert, irgendwelche Filme geschaut. Und ja, das ist auch der Raum, wo sie dann letztendlich 2012 gestorben ist. Das war genau hier. Und das ist auch der Grund, wieso ich diesen Raum seit ihrem Todestag nie mehr betreten habe. Ich war die letzten Jahre im Kindergarten in Eigelting und bin dann auf die Grundschule gewechselt. Das ging dann aber nicht lange gut, weil ich einfach ein ganz, ganz schlimmes Kind war. Ich war aggressiv, ich war impulsiv. Ich habe so Szenen im Kopf, wie ich einem Mitschüler mit einem Backstein in der Hand hinterher renne. Und in dem Moment, wo ich werfe, verfehle ich ihn. Also der Stein fliegt vorbei, direkt in ein Fenster von einem Klassenzimmer rein. Und dann plötzlich standen 200-300 Schüler, der gesamte Schulhof stand um mich rum. Wut. Ich war super wütend auf alles und jeden, weil ich auch einfach völlig missverstanden war. Protokoll zum Elterngespräch vom 25.06.2010. Alle für Nicolas verantwortlichen Personen stimmen einer Umschulung zu. Darstellung von Nicolas Verhalten. Das zunehmend aggressiver wird. N. Punkt stellt zunehmend eine Gefahr für andere Kinder dar. Was ja auch der Fall war. Keine Frage. Das war schon so. Aber hinterfragt, wieso das so ist, hat niemand. Die Zeit damals auf der Erziehungsschule war die wichtigste Schulzeit. Und es war auch völlig okay, mal auszuflippen. Natürlich hatten die Lehrer damals keinen einfachen Job. Hallo. Hi. Schön, Sie zu sehen. Hi, schön, dich zu sehen, Nicolas. Ne? Weißt du noch, wie wir uns das erste Mal getroffen hatten? Das ist super lange her. Ja, super lange her liefst du bei mir ein. War so groß. Ja? Aber die Klappe war viel größer. Also, wenn man hierher will, muss man Regelschulklassen sprengen können. Es sind oft Kinder, die eine ganz schwere seelische Last mit sich führen. Ich hatte mir hier mal einen, der hat erlebt, wie sie seinen Vater erschossen hatten. Also so Traumata kommen mit.
Und das wirkt natürlich. Und das heißt, die Kinder müssen noch ganz andere Sachen verarbeiten können. Ein Ding, was unser Kollegium vereinigt, ist, dass jeder weiß, die Beziehung macht's. Also ohne Beziehung zum Schüler passiert überhaupt nichts eigentlich. Das heißt, man hat immer eine individuelle Beziehung. Die darf auch nicht sentimental werden, sind keine Ersatzkinder oder so. Ja, ich bin auch kein Ersatzpapa, obwohl die manchmal Papa sagen. Ja, du warst emotional sehr leicht hochzukriegen früher, ganz klar. Und das hat sich dann immer mehr beruhigt. Kinder werden reifer. Und ich finde es gut, wenn einer viel Energie hat. Das ist sehr gut. Aber man muss mit der Energie umgehen können. Meine Botschaft ist eigentlich ganz einfach. Sucht euch Hilfe. Aber das ist genau der Punkt, der leider nicht so einfach ist. Ich verstehe das absolut. Es geht natürlich auch oft darum, die eigenen Eltern zu verraten, zu hintergehen, indem man jetzt irgendwie zum Jugendamt geht oder zur Polizei. Aber ich sage halt ganz klar, wenn du da rauskommen willst, musst du dir Hilfe suchen. Auch wenn es nur Freunde sind, Familie, Lehrer. Geht auf die Lehrer zu, sprecht die Lehrer drauf an. Ja, wenn sie es nicht selber erkennen. Ohne Hilfe von außen hätte ich das gar nicht gepackt. Im September 2012 ist meine Mutter gestorben. An den Folgen ihres Konsums. Mir war die Wochen und Monate vorher schon klar, dass es passieren kann. Aber natürlich willst du es nicht wahrhaben. Das war dann wirklich so der absolute Tiefpunkt. Ja, das war dann ganz schlimm. Und so hart es klingt, das kann man jetzt vielleicht nicht nachvollziehen, aber der Tod meiner Mutter war schon super, super wichtig für meine spätere Entwicklung. Als meine Mutter gestorben ist, war mein Vater, bin ich mir ziemlich sicher, auf Therapie. Er war nicht da in einer Situation, wo ich ihn am meisten gebraucht hätte. Man muss natürlich auch sagen, ich hatte zu der Zeit wahnsinnige Hilfe. Ich hatte Unterstützung, das Jugendamt. Ich hatte die Kindergruppe Aufwind, die der größte Ansprechpartner damals für mich war. Zum einen ist es irgendwo die Dankbarkeit, die ich ausdrücken will. Ich will was zurückgeben, ich will unterstützen, so wie sie mich all die Jahre unterstützt haben. Und Punkt zwei ist, ich will anderen Kindern in der Situation auch helfen. Und da sehe ich einfach meine Rolle als Vorbild. Die Gruppe hat mir so, so viel Halt gegeben in einer Phase in meinem Leben, wo ich nicht wusste, wohin mit mir. Wo ich nicht wusste, was morgen passiert, ob die Mama morgen überhaupt noch lebt. So, hast du ja nicht wissen können. Ist der Papa morgen wieder in Therapie oder im Gefängnis? So. Und dieses, wie jetzt hier zusammensitzen und offen drüber sprechen, das war einfach so super, super, super wichtig. Mein Papa ist im Gefängnis. Und den vermisst du trotzdem manchmal, hm? Wobei das bei dir ja auch so ein bisschen schwierig war mit dem Papa. Ne? Da will man ja manchmal auch am liebsten weglaufen. Konnte ich nicht. Ja, aber du hattest ja auch Glück, dass die Mama noch da war, ne? Und dass dich die Mama auch beschützt hat. Also jedes sechste bis achte Kind stammt aus einer suchtbelasteten Familie. Und der wesentlichste Punkt ist, dass man nicht wegschaut. Dass man einfach die Bedürfnisse dieses Kindes erkennt. Also diese Kinder, die leiden oft sehr unter den Verhältnissen, die sie zu Hause erleben oder manchmal auch erleiden müssen. Also oft sind das ganz viele Formen der Gewalt, also so von physischer bis zur psychischen Gewalt. Das ist ein ganz, ganz breites Spektrum. Und wir geben diesen Kindern hier einfach einen Ort, einen Raum, an dem sie in aller erster Linie Kind sein dürfen und wo sie halt auch über diese Probleme und diese Ängste und Sorgen reden zu können. Nikolas war 9 Jahre alt. Er war verhaltensauffällig. Er war sehr in sich gekehrt einerseits und andererseits explodierte er. Aber das liegt ganz eng zusammen mit den Verhältnissen, die er zu Hause ausgesetzt war. Das war relativ, also so ambivalent auch, also so, wenn seine Mutter nicht getrunken hat, war es die liebste Mama der Welt. Das galt auch für seinen Vater. Und wenn dann der Konsum eintrat, dann
brach diese heile Welt von jetzt auf gleich radikal zusammen. Der konnte eigentlich nur explodieren. Also so ein Systemsprenger. Ab Regelschule ging es eigentlich nur noch steil bergauf. Ab dem Tod meiner Mutter. Hab dann meine mittlere Reife nachgeholt, hab mein Fachabi nachgeholt. Ich hatte Freunde, ich hatte die ersten Beziehungen, Liebe und so weiter, wie das halt so ist. Ganz normal. Mein Vater hat neu geheiratet. Sie und ich haben immer beide ganz klar zu meinem Vater gesagt, hey, pass auf, sollst du noch einmal rückfällig werden, dann war's das, dann bist du uns beide los. Er ist dann irgendwann rückfällig geworden, sie hat sich scheiden lassen. Ich habe gesagt, alles klar, das war's. Und seit diesem Tag habe ich keinen Kontakt mehr mit ihm. Ich weiß auch nicht, wo er heute wohnt. Es ist mir aber auch wirklich völlig egal. Meine Oma, was ihr immer wichtig war, dass das, was aus mir wird, dass ich nicht so werde wie mein Vater, nicht so werde wie meine Mutter, dass ich mein eigenes Ding mache und dass ich vielleicht so der Erste bin, der mal aus der Familie ausbricht und sich nicht gehen lässt und sein ganzes Leben einfach verschwendet. Meine Oma hat mir natürlich super, super viel bedeutet. Sie hat mich zu sich geholt in den schwersten Zeiten, in den schwersten Phasen meines Lebens und war immer für mich da und das werde ich ihr niemals vergessen. Meine Mutter liegt direkt gegenüber. Also ich habe jetzt noch, bis meine Ausbildung anfängt zum Sozialpädagogen, mein duales Studium, habe ich jetzt noch fast ein Jahr zu überbrücken. Dann ergab sich der geniale Zufall, dass ich einen Job gefunden habe auf Teilzeit, der gut bezahlt wird, wo ich mein Leben finanzieren kann. Halbtags bin ich bei der Arbeit, halbtags im Proberaum. Die Musik gibt mir alles. Sie gibt mir Kraft, Rückhalt, Freude, Perspektive. Ganz klar, ich habe große Ziele. Ich will bis ganz nach oben. Ich will von der Musik leben können. Ich habe eine Band gegründet mit dem ganz klaren Ziel, wir schaffen es. Auf jeden Fall, wir schaffen es. Es ist ganz schwer zu beschreiben, aber manchmal spielst du dich in so einem Zustand mal so, wie als wäre ich in so einer Trance. Und so, du bist einfach so in diesem Moment, denkst über nichts nach, hast keine Probleme aus dem Alltag irgendwie. Also wenn ich spiele, denke ich an nichts. Also Alkohol selber für mich überhaupt nicht. Nee. Es schmeckt mir nicht und es fühlt sich auch nicht richtig an. Weil ich einfach sehe, was Alkohol mit Menschen anrichten kann. Genauso wie nicht rauchen. Nicht meins. Ich werde Sozialarbeit studieren. Ja, Sozialpädagogik im Fachbereich Sucht. Weil ich weiß, wie es Leuten in meiner Situation geht. Und weil ich dadurch einfach mein ganzes Leben gelernt habe, wie es ist, mit Krisen umzugehen, eine Perspektive aufzubauen. Und ich glaube einfach, dass ich da ganz vielen Menschen sehr, sehr viel Kraft geben kann. Ich weiß, dass es so ist und ich weiß auch, dass ich das gut machen werde. Also ich freue mich da wahnsinnig drauf, das wird gut. Was mich jetzt am Ende noch interessieren würde, war Alkohol- und Drogenmissbrauch in deinem Leben schon mal Thema? Schreib es unten in die Kommentare.